Der erste Satz der Bibel lautet: Am Anfang schuf Gott Himmel und die Erde und er sah, es war gut. Der erste Satz an den Finanzmärkten, der beschreibt vielleicht, was da derzeit der Fall ist. Ab Oktober druckten die drei großen Notenbanken Geld und sie sahen, es kam eine Rallye und alle sagten, es ist gut. So ungefähr könnte man das umschreiben, was derzeit der Fall ist. Denn das erste Mal seit Juli 2017 haben wir im Oktober eine Bilanzausweitung sowohl der Fed als auch der EZB, als auch der Bank of Japan gesehen. Und auch die Chinesen bleiben nicht weit hinter diesen Erwartungen zurück. Da hat man heute Nacht das erste Mal den sogenannten 7-Tages-Reposatz von 2,55% auf 2,50% gesenkt. Deswegen Chinas Aktienmärkte auch im Plus. Und ich habe Ihnen hier mal einige Tweets von Zero Hedge zusammengestellt. Warum ist der Hang Seng über 1% im Plus und der Shanghai Composite? Und das, obwohl wir so dramatische Szenen wieder aus Hongkong gesehen haben, wo praktisch eine Stadt fast schon in Schutt und Asche liegt, so könnte man meinen. Nun, es ist eben schlichtweg die Geldzufuhr, die Liquiditätszufuhr durch die chinesische Notenbank, die mal eben 180 Milliarden über Reverse Repos in die Märkte gepumpt hat und eben, wie beschrieben, den 7-Tages-Reposatz von 2,55 auf 2,50% gesenkt hat. Wir haben gleichzeitig die Situation, dass seit Januar die globalen Schulden um 7,5 Billionen Dollar gestiegen sind. Aber was sind schon 7,5 Billionen Dollar, wenn die Bilanzsumme der Fed wieder über 4 Billionen Dollar liegt? Die EZB ist sowieso drüber. Da ist doch praktisch nur Kleingeld unterwegs, hat man den Eindruck. Und jetzt eben die Situation, dass die Fed sich beschwert hat, wie dieser Tweet sagt, dass die Banken ja durch diese Niedrigzinsen richtige Probleme haben und die Fed hat das nochmal thematisiert und es ist die Fed, die eben dreimal die Zinsen gesenkt hat, von den anderen gar nicht zu sprechen. Es ist also jetzt eine Euphorie da, wie sie selten gesehen wird und gesehen wurde. Wir haben möglicherweise jetzt das langweiligste Jahr ever. Ausnahme 2017. 2017 war das Jahr, als die Märkte sich auf die Steuerreform von Donald Trump freuten und es immer so ein bisschen nach oben ging, totale Langeweile. Wir haben jetzt eine ähnliche Situation, dass wir praktisch kaum Back-to-Back-Drops haben, wie das hier heißt, also kaum Korrekturen haben, weil alle sagen, da muss ich dabei sein bei dieser Rallye. Alle sind auch schon dabei, da ist man also dick investiert und wir sehen eben die Folgewirkungen in so vielen Bereichen. Newsletter-Writers, also Finanznewsletter, die Equity-Exposure, wie stark sind die in den Märkten drin? Da sehen wir, da ist man schon sehr, sehr deutlich dabei. Wir haben die Privatinvestoren in den USA mit der geringsten Cashquote seit den 90er Jahren und mit der höchsten Investitionsquote in Aktienmärkte. Man kann also nicht sagen, dass diese Rallye unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden würde. Und wir haben jetzt die Situation, dass Apple und Microsoft mehr wert sind als der gesamte deutsche Aktienmarkt. Das macht es sicherlich Sinn, vor allem im Fall von Apple, einer Firma, die Umsatzrückgänge verzeichnet, Gewinnrückgänge verzeichnet, gleichwohl der Aktienkurs auf neuen Allzeithochs, weil die Hoffnung da ist, dass die Firma irgendwie noch den Turnaround schafft durch den Service-Sektor. Naja, das ist natürlich durchaus sportlich. Microsoft ist im Prinzip der Gewinner des Cloud-Geschäfts, deswegen läuft Amazon schlecht. Aber dass beide Firmen alleine mehr auf die Waage bringen als praktisch alles, was in Deutschland der Fall ist, das ist doch schon ein bisschen ungewöhnlich. Wir haben ein ähnliches Szenario bei den Banken. Hier ist alleine JP Morgan mit 366 Milliarden Euro Bewertung derzeit mehr wert als 10 große europäische Banken zusammen. Darunter die BNP Paribas, Banco Santander, Crédit Agricole, UniCredit, das sind ja alles keine kleinen Banken. Wir sehen also hier gigantische Bewertungen auch an den US-Aktienmärkten und wir sehen, dass vor allem diese Bewertungen neben der Notenbankpolitik, neben der konzertierten Aktion der Notenbanken eben vor allem auch mit durch die Steuerreform von Donald Trump gekommen ist. Dadurch sind die Corporate Buybacks, die Aktienrückkäufe der Unternehmen deutlich gestiegen, die Dividenden sind nach oben gegangen. Und das Einzige, was nicht nach oben gegangen ist, das sind die Investitionen. Das war ja praktisch die Ideologie hinter dieser Steuersenkung oder dieser Steuerreform. Ja, dann wird viel mehr investiert. Nein, es wird praktisch in die eigene Tasche gewirtschaftet oder an die eigenen Aktionäre ausgeschüttet, je nachdem, wie man es sieht. Das ist sozusagen der Grund, warum wir hier jenseits aller fundamentalen Faktoren weiterlaufen. Wir haben gestern oder nicht gestern, sondern Freitag Einzelhandelsumsätze gesehen in den USA. Mäßig, sagen wir mal so. Wir haben Industrieproduktion gesehen, schon seit 4 Monaten rückläufig mit minus 0,8%. Nicht gerade ein Beleg dafür,
dass die Dinge hier florieren. Aber sei es drum, wir sehen eben neue Hochs, neue Allzeithochs hier in den USA und sehen, dass gleichsam der Breadth, also die Anzahl, praktisch die Breite des, dieser Rallye, nicht wirklich gegeben ist. Wir sehen, dass etwa 60%, nicht ganz 60% der im S&P 500 enthaltenen Aktien über ihrem 50-Tages-Durchschnitt handeln. Das ist natürlich minimal und angesichts dieser Höchststände wirklich seltsam, dass das so wenig ist. Die Frage ist, was wird passieren? Wir sehen hier nochmal, das hatte ich schon mal gezeigt, diese drei Aktien, die mehr als 11% des S&P ausmachen. Wird es eine Korrektur geben, schlichtweg, weil alle schon drin sind, oder läuft das einfach weiter, weil Rinderwahn etwas ist, was so schnell nicht kurierbar ist? Das ist die große Frage. Hier sehen wir mögliche Szenarien beim S&P 500. Wir kommen jetzt hier an diese obere Trendbegrenzung des Aufwärtstrendkanals. Möglicherweise wären ja Rücksetzer durchaus mal drin innerhalb dieses Aufwärtstrendkanals, ohne dass sozusagen dieser Bullenmarkt vorbei ist. Fragezeichen, was sind Risiken? Auf der einen Seite natürlich diese Repo-Geschichte. Die Fed musste hier Milliarden täglich und muss Milliarden offenkundig in die Märkte pumpen, damit die Liquidität am Geldmarkt in den USA überhaupt noch fließen kann. Das ist natürlich besorgniserregend. Die Fed hat selber gesagt, wir werden mindestens zwei Jahre nicht sagen, wer eigentlich diese Liquidität gebraucht hat. Da wird es gute Gründe dafür geben. Das zweite Risiko ist vielleicht Hongkong. Wir haben massive Ausschreitungen wieder gesehen. Vor allem eben im Bereich der Universität. Warum im Bereich der Universität? Da liegen auch die relevanten Server des Hongkonger Internets. 99% des gesamten Internetverkehrs wird praktisch über Server abgewickelt, die an der Hongkonger Uni stehen. Die hat praktisch ja fünf verschiedene Ausrichtungen, fünf verschiedene Abteilungen, wenn man so will. Es gibt also fünf Hongkong-Universitäten, jedenfalls da ist das Internet. Dementsprechend haben sich die Uni-Studenten dort, die Protestanten dort, die Demonstranten dort verschanzt, werden eingekreist von der Polizei. Und was Hu Xijin, der Chefredakteur der Global Times, hier sagt, ja, angesichts solcher Dinge sollte die Polizei erlaubt werden, sollte der Polizei erlaubt werden, Live-Shots zu machen, also praktisch mit echter Munition, mit scharfer Munition auf die Demonstranten zu schießen. Und hier sehen wir, by the way, chinesisches Militär in Hongkong, die sind da angeblich freiwillig, nicht wirklich mit Waffen, sondern räumen hier auf. Damit ist sozusagen chinesisches Militär schon in der Stadt. Angeblich nur zum Aufräumen. Natürlich, das tut man derzeit auch, aber das ist eigentlich ein Bruch der Hongkonger Verfassung, denn es muss die Regierung in Hongkong eigentlich das chinesische Militär herbeirufen. Die sind einfach so gekommen, haben gesagt, wir sind freiwillig hier. Das ist vielleicht einer der Punkte, der relevant ist. In Sachen Handelskrieg gab es Gespräche wohl wieder zwischen der amerikanischen Delegation mit Lighthizer und Nutchin, mit Liu He. Konstruktive Gespräche, wie wir hören. Das ist sozusagen immer eigentlich das Schlagwort, wenn man nichts zu sagen hat. Heute sollte ja eigentlich der Deal unterzeichnet werden, der Phase 1 Deal auf dem APEC-Gipfel in Chile. Jetzt hat aber Donald Trump erstmal verkündet, Leute, ich werde mal wieder richtig viel Geld ausschütten an die Pharma in den USA, vor allem an die kleineren, die massenweise pleite gehen, auch wegen der Politik von Donald Trump. Aber jetzt sagt er, das kann ich alles bezahlen durch die Zölle, die ich durch China einnehme. Naja, es ist schon ein Minusgeschäft. Das muss man sagen. Schauen wir uns die Charts an. Hier starten wir gleich mal mit dem Hang Seng, dem Hongkonger Index, der mit einem Aufwärtscap eröffnet. Der ist im Plus eben, weil die Lage in Hongkong so toll ist. Nein, sondern weil eben praktisch die Liquidität hier reingepfiffen wurde durch die chinesische Notenbank plus Leitzinssenkung. Was wir hier sehen, ist der Crude Oil Preis $57,76. Wir sehen, dass Gold nach wie vor sich nicht nachhaltig absetzen kann, 1464. Wir sehen den Euro-Dollar bei 1,1060, sehen den Dow Jones jetzt genau wieder an der 28.000er-Marke, der Nasdaq 8.317. Wir schauen uns schnell noch den DAX an, wenn ich ihn kriege. Jetzt ist er mir entfleucht, jetzt muss ich die Charts wieder aktivieren. Da versuche ich ihn noch reinzuspielen. Da ist er! 13.228. Das soll es erstmal gewesen sein. Am Anfang war die Liquidität, es ist Liquidität, es hat mit fundamentalen Dingen nichts zu tun.
Naja, man könnte auch mal die Frage stellen, warum die Notenbanken gezwungen waren, so viel Liquidität in den Markt zu pumpen, ob da wirklich alles so toll ist und ob das sozusagen dann eine nachhaltige Rallye ist, wenn Notenbanken im Prinzip all in gehen müssen, ihren letzten Schuss machen müssen und das eigentlich in der besten aller Welten. Mal sehen. Ich wünsche jetzt erstmal einen wunderbaren Start in diesen Montag und in diese Woche und sage Servus und Ciao.